Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Ever Stranded mit Balui und mit Katze. Ich bin Balui. Oh, hört ihr den Applaus? Ich höre den Applaus. Bei Katze haben sie geklatscht. Das heißt, jemand hat gesappt, oder? Nee, bei Katze haben sie geklatscht. Warum? Als Katze gesagt wurde, direkt angefangen in riesiges Gelächter. Nee. Doch, ja, doch, Gelächter. Hier, alles los. Applaus in die Kommentare, Leute, Applaus. Applaus. Schreibt Klaus, schreibt bei ihm Klaus in die Kommentare. Ab Klaus. Klaus für Katze, Klaus für hier, Katze. Das schreibt er in die Kommentare, Leute. Ab Klaus. Es ist kein Adet, doch, ist doch noch ein bisschen. Das würde mich aber wundern. Wir sind nur 8 Stück da, aber besser nix. Haben wir so wenig Adet? Ja. Wie fühlst du dich dabei? Bereit. Was breit? Adai breit. Okay. Ich hab wieder gereimt. Ja, ich hab's mitgekriegt. War schön, danke dafür. Ich mach das nur für dich, weißt du, ne? Hm. Ich bin das bewusst, dass mich das übrigens extrem triggert, dass wir genau eine Folge asynchron sind, ne? Warum sind wir eine sonst Folge immer, asynchron? Wir haben immer sonst 7 Folgen aufgenommen. Dann hatten wir den einen Tag, wo wir 6 Folgen vorproduziert haben. Jetzt ist bei mir im Uploadplan. Ich muss immer für Crash Katzen extra noch eine Woche mehr machen als sonst im Uploadplan. Obwohl, das ist nicht richtig. Ich habe sonst auch schon immer eine Woche mehr machen müssen. Also wer ist jetzt hier die Rumheule-Katze? Die Rumheule-Katze. Du bist der Rumheule-Blauli. Nein. Was heißt hier nein? Nein heißt nein. Nein heißt nein. Nein heißt nein! Okay. Genau. Nein. So, die Sea-Lantern drüber. Mal gucken, ob die Sea-Lantern jetzt etwas bewirkt. Also, ob das Strahl jetzt wieder da ist. Ey, der Strahl ist auch normal mit einer Sea-Lantern einfach da. Über einem Floating Crystal. Ist das Ding denn immer noch nicht umgewandelt, oder was? Nee, ich war jetzt eine Zeit lang nicht da, du Baum. Ja, aber was denn? Oh, na. Okay. Also bin ich kein Baum. Lassen. Was bist du dann? Weißt du, was schade ist? Wir sind im Jet gar nicht zusammen in einer Base. Das heißt, ich kann dich endlich überrennen. Vielleicht doch gar nicht so schade. Du kannst mich überrennen? Was? Deine Base werde ich in Schutt und Asche legen. Ach so, ja gut. Mhm. Aha. Gut zu jeden wissen. Tag. Okay. Mir, das war wichtig. Muss Rache aussprechen. Ja, er muss den Trash-Talk raushauen. Ja. Anders geht's nicht. Was? Nein, ist kein Trash-Talk. Bling, bling, ja, ja. Bling, 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 bling. So, Ardite. Gisela, Ardite. Und ein Handle aus Papier. Weißt du was, wir hatten die Base so schön aufgeräumt und sie ist wieder genauso chaotisch wie vorher. Schrecklich. Wenn nicht sogar noch schlimmer. Hast du gerade unsere Base schlimm genannt? Ja, das ist voll gemein. Eigentlich schon, ne? Bin doof. Ich bin Katze, ich bin nicht doof. Och, bist du. Okay, so jetzt bauen wir den Rapier. Rapier, Rapier, Rapier. Hier ist ein Rapier. So, der hat Flibbub. Ach so. Flibbub. Der hat nur 5,8 Schaden. Ich dachte, wir haben den mit Menilium wieder stark. Das verstehe ich nicht. Wie viel Modifier hat er? 100. Aus was hast du den Griff gemacht, Blauli? Aus Ardite, wie wir es gesagt haben. Sind wir denn dumm? Wir haben da nichts falsch gemacht. Doch, haben wir. Was denn? Ist es ja nicht. Ich hab dir dreimal gesagt, dass du den Griff nicht aus Ardite machen sollst. Sondern? Aus Papier. Nein, den unteren, den Griff ist aus Papier. Paper to Rot. Und der Guard ist auf Ardite. Ja. Dann müsste die ganze Sache eigentlich höher sein. Wie viel Modifier hast du drauf? War high. Das ist. Was ist denn da falsch gelaufen, ey? Ja, komm her, guck's dir an. Liegt hier noch unzusammengecraftet. Nee, komm nicht und guck's dir an. Bleib lieber da, wo du bist. War so wenig Schaden. Ich weiß nicht, was wir falsch gemacht haben. Blade. Warte mal, bin ich jetzt gerade eben nach oben gegangen? Ich bin gerade eben nach oben gegangen, um das wieder zuzubauen, weil es Tag war. Komm wieder nach unten, es ist Nacht. Wow.
Ja, egal, dann nehme ich den Rapier jetzt so. Nützt ja nichts. Ja, so kannst du auch einfach auf gut Glück ein Diamond-Schwert reinlegen und auf Luck verzaubern. Auf Looting verzaubern in den Enchantment-Table. Ja, aber was soll ich sonst machen? Was muss ich verbessern, dass er besser ist? Ich weiß nicht, warum der jetzt so kacke geworden ist. Der müsste eigentlich gut sein. Oh. Beziehungsweise der Base-Damage müsste, da ist der Schaden legitim. Das Problem, das ich sehe, ist, dass die Modifier nicht ausreichen. Du solltest halt irgendwas haben, was von vornherein schon 4 oder 5 Modifier hat. Ich mach jetzt mal den Crossguard aus Papier, mal gucken, was dann dabei rumkommt, ja? Ja. Der Schaden wird gleich bleiben. Ich glaube, nur der Modifier geht dann noch irgendwie weiter hoch oder runter. Es ändert sich gar nichts. Der Modifier bleibt und nur die Durability geht von 100 auf 70 runter. Wow. Also gleich das Blade aus Ding machen. Blade aus Papier, herzlichen Glückwunsch. 2 Schaden. So ein Papierschnitt, ja. Ist echt gemein. Schneid ihn zwischen die Finger. Ich nehme den jetzt so, ist mir egal, ich level den jetzt. Wenn wir eine Mobfalle, dann kannst du es ja leveln. Okay, diese Starlight Infusion dauert super lang, Leute. So, und da soll ich jetzt Lapis drauf machen, hast du gesagt, ne? Lapis, yes. Ich will gar nicht viel haben, wenn ich ehrlich bin. Kann ich nicht mit einem Emerald den Modifier erweitern, dass ich einen Modifier mehr habe? Ja, ne? Nein, nicht mit einem Emerald. Emerald war Durability hoch. Mit was dann? Diamond? Diamond. Das war auch Durability hoch. Du machst mir das Leben gerade nicht einfach, ne? Ja. Mit was geht es denn dann? Früher gab es eine Kombination aus Goldäppeln, Blöcken von Diamond und so weiter für die Modifier-Erhöhung. Die gibt es mittlerweile aber nicht mehr, wenn das Level-System drauf ist. Tom. Das hättest du jetzt nicht einfach sofort sagen können, sondern musst du dir aus der Nase ziehen, ne? Nö, das war einfach die Expertise. Ich finde nicht mal Kohle, wenn ich Kohle brauche. Das ist unglaublich. Das kommt auch echt selten vor, Kohle. Ja. Mhm. Und Quarz ist für Schärfe, ne? Damit es mehr Schaden macht. Korrekt. Die haben wir nicht. Aber doch, 10k. Das sollte genug sein. Das sollte genug sein, ja. Jetzt habe ich Kohle gefunden. Ja, dann machen wir damit jetzt mal. Das Problem ist, ich habe halt nicht genug Blaming Pyrotäum. Da muss ich ja noch jede Menge von machen. Okay. Er hat sich selbst gekillt. Das ist okay. Okay, ist Leute. Ist Arbeit, wie Katze gesagt hat. Ist Arbeit. Ja, ist Arbeit. Arbeit ist da. Pyrotäum. Wie bekam ich nochmal gelbe Farbe? Sendline, wieder vergessen. Die gelben Blumen. Und dann in Pulverizer, Crusher beziehungsweise Grindstone, okay. Oder sowas war das, glaube ich. Haben wir noch gelbe Blumen hier oder muss ich jetzt wieder zurück in die Overworld? Das weiß ich nicht, muss im System gucken. Also ich zwei Stück, nehmen. Das reicht nicht. Ist das jetzt unsere 146 oder 147 schon? In den Folgen? Ja, ich glaube 147, richtig? 147, ja. Aua, aua. Oh, Blauli, ich schwöre dir bei Gott, wenn das, was ich gerade im Internet gefunden habe, jetzt geht, dann werde ich dich töten. Das kommt jetzt. Ich weiß auch nicht, wie das ich jetzt schon wieder falsch gemacht habe. Nee, ne? Aber dann komme ich zack, zack in die Base und dann bist du weg vom Fenster. Aber warum?
infuse hier die ganze Zeit ein Crafting Table. Und wenn dieser fucking Astral Table trotzdem craftbar ist, dann beiß ich dich. Dann wäre das wahrscheinlich angebracht. Natürlich sind hier wieder tausende Zombies, Alter. Greift mich nicht an, ich pflücke nur Blumen. Miri nix tun, Miri nur Blumi. Nur Blume, nix mehr Licht. Wow, hier unten ist jetzt auch noch ein Zombie. Natürlich komme ich nie an den Crafting Table ran. Warum sollte man da auch rankommen? Also bin ich doch nicht doof. Ich komme nicht an den Crafting Table ran. Ich habe nicht gesagt, dass du recht hattest. Ich muss ja jetzt erstmal craften, um zu sehen, ob du recht hast oder nicht. Ach so. Das heißt noch, bin ich nicht aus der Gefahrenzone raus. Überhaupt nicht, ne. Finde ich aber auch. Alter, wenn das Skelett mich jetzt triggert. Alter, er ist craftbar. Blauli! Aber warum? Das war er nicht in Mage. Das Rezept steht nur in Nein nicht dran. Nein, es ist nicht in Mage war es nicht möglich. Ich habe es probiert, glaub mir. Ich habe das ja im Stream gemacht damals. Kann er nichts für, wirklich nicht. Du hörst so derbe gebissen, Alter. Hab ich kaputt gemacht, fies. So, Resonating Wand. Das Problem ist, ich kann da nicht draufklicken. Wie kriege ich den jetzt denn da raus? Geht doch nicht. Wie geht doch nicht? Das geht mir ja darum, dass ich nicht craften kann, wenn ich kein Resonating Wand habe. Ja, den Resonating Wand kannst du nur auf einem entsprechenden Crafting Table machen. Ja, ach nee, da habe ich ihn ja jetzt drauf liegen. Aber normal kriegst du das Zeug von diesem Crafting Table nur runter und... Nicht lustig, nicht lustig, nicht lustig, Alarm, Alarm, nicht lustig, nicht lustig. Nicht Lust. Zwingst du ihn gerade seine Videos zu schauen? Was passiert gerade? Ist unsere Base kaputt? Ich weiß nicht, wo ich bin. Hä? Bin gestorben, aber man wurde anstelle zu sterben, bin ich wegteleportiert worden. Da unten ist eventuell eine Blazing irgendwas, die ein bisschen stärker ist als normal. Eventuell hat die einen lila Kreis um sich. Oh, nicht cool. Lustig. Cool. Nein, nein. Da ist gar nichts cool dran, wenn ich jetzt mal ganz ehrlich bin. Denke schon. Oh, nein, nein. Den finde ich ehrlich gesagt unsexy. Lasst uns Katze nicht hauen. Wie wär's? Kann ich das Repair einfach so reparieren? Hallo! Lustig. Wie soll ich den besiegen? Gar nicht. Ich könnte eventuell Hilfe brauchen. Kannst du jetzt zurückkommen und dir helfen? Oder? Nein, 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 nein. Baloui schafft das auch alleine. Ich glaube nicht. Doch, doch. Habe ich irgendwelche Arrows, die gut... Arrow of Doom. Kills in 60 Sekunden. Das ist gut. Kills in 60 Sekunden, what? Okay. Hier bin ich. Ne. Okay, Kollege. Da. Der soll gleich sterben. Wie? Hier stimmt ich dran. Resonating. Right-click auf oben. Output item appears on the right hand side. However, the crafting output can be directly picked up. Instead of table, must right-click with a resonating one when low starlight is current. Okay, das Problem an der Geschichte ist, ich brauche ja erstmal ein resonating. 5. Oh, es ist noch lange nicht genug. Ich werde das Ding beißen, wenn die ganzen Rezepte jetzt wirklich so buggy sind. Die sind nicht buggy, die sind so kompliziert zu craften.
Die sind nicht buggy. Resonating Wand ist auch so craftbar. Ohne den scheiß Altar. Alter. Die sind nicht buggy. Blaudi macht erstmal den Mund auf, ey. Nein, die sind nicht buggy. Eine Folge verschwendet an not enough items, ey. Schlimm sowas. Richtig schlimm sowas. Leute, das ärgert mich. Ja. Aber da kann ich ja nichts für, dass dich das ärgert. Ja, das stimmt. Da kannst du wirklich nichts für. Sechs Scheibenkleister, das reicht noch nicht. Jetzt brauche ich noch zwei. Also muss ich nochmal. Oh, ich drehe am Rad, dreh. Drehst du am Rad, dreh. Das ist wirklich Arbeit. Das ist Arbeit. Das ist voll die Arbeit. Ich glaube aber, ich muss was machen. Richtig. Oh, Arbeit. Ich muss arbeiten. Nee, ich glaube, die heutige Folge ist vorbei. Wenn es euch gefallen hat, könnt ihr gerne auch bei Baloui und oder Katz vorbeischauen. Und ansonsten kommt morgen zur nächsten Folge wieder. Bis dahin, macht es gut und tschüss. Bleibt schön feurig. Tschüss. Throw your cranes up.